Er ist 31 Jahre jung und stramm konservativ. Sebastian Kurz, bisheriger Außenminister und wohl bald Europas jüngster Regierungschef. Die konservative ÖVP konnte mit dezidiert rechten Tönen punkten und wurde zur stärksten Kraft im Land. Der Jubel frenetisch auf der Wahlparty. Der heutige Tag ist unsere Chance für echte Veränderungen in diesem Land. Der heutige Tag ist ein starker Auftrag für uns, dieses Land zu verändern. Abgeschlagen und abgestraft. Die Sozialdemokraten um den ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern fahren nur 26,8% ein. Den Rechtsruck verdeutlichen die Ergebnisse der ÖVP und der FPÖ. Beide legen rund 7% zu und ergeben zusammen eine deutliche Mehrheit. Erstmals den Einzug ins Parlament verpassen die Grünen. Obwohl noch offen ist, in welcher Konstellation das Land regiert wird, gilt als wahrscheinlichstes Regierungsszenario eine Koalition aus ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ von Heinz-Christian Strache. Und das zeigt, was uns da in den letzten Jahren gelungen ist. Wir sind heute ein großer politischer Faktor der österreichischen innenpolitischen Landschaft, liebe Freunde. Das dominierende Thema dieser Parlamentswahl war das Thema Migration und Muslime. Schnelle Abschiebung, Schutz der Grenzen. Eine Mehrheit im Land fordert eine andere Flüchtlingspolitik als in den vergangenen Jahren der Großen Koalition. Veränderung, ein neuer Kurs, ein positiver Kurs und einfach ein neuer, frischer Wind. Ich glaube, dass die Österreicher keine besonders linken Menschen sind und mit den aktuellen Herausforderungen, mit den Flüchtlingen und so, hat das einfach gut zusammengepasst und das ist das Ergebnis. Es spiegelt die Stimmung der Bevölkerung wider, das würde ich sagen, ja, aber Rechtsruck würde ich es nicht nennen. Gratulation an Sebastian Kurz kam bereits von der Bundeskanzlerin, aber auch aus den rechtspopulistischen Lagern Europas kam großes Lob für die Sieger. AfD-Vorsitzende Frauke Petri etwa gratulierte und auch der Front National in Frankreich überbrachte schon Glückwünsche.